Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder einen ganz normalen What I Eat in a Day für euch. Ich habe es relativ lange nicht mehr gedreht, weil ich in letzter Zeit richtig viele coole Ideen hatte und auch immer noch habe. Also da kommen richtig coole Sachen noch auf euch zu oder auf uns zu. Aber ich dachte zwischendurch, so ein ganz normaler, realistic What I Eat in a Day tut auch mal ganz gut. Deswegen habe ich das wieder mal für euch gedreht und hoffe, dass ich euch damit ein bisschen inspirieren kann und unterhalten kann. Wie vor jedem What I Eat in a Day möchte ich hier auch wieder den Disclaimer einschieben, dass ihr euch nicht mit dem, was ich esse, vergleichen sollt oder eure Ernährung an meine Ernährung anpassen sollt, sondern dass Essensmengen und Ernährungsweisen individuell sind und ihr für euch individuell gucken müsst, was für euch individuell das Richtige ist. Das Video dient lediglich zur Inspiration und zur Unterhaltung. Ich würde sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern starte mit einem leckeren Frühstück in den tollen Tag und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Guten Morgen, Friends. Ich habe mir heute zum Frühstück meine momentane Obsession gemacht. Ihr habt davon schon gehört in dem Mai-Favoriten-Video. Und ihr habt das Rezept auch schon bekommen, und zwar in meinem letzten Video, wo ich euch meine 5 Top-Sommer-Frühstücksrezepte gezeigt habe. Also falls ihr diese wunderschöne Schönheit nachmachen wollt, dann guckt das Video gerne an. Da habe ich euch das Rezept in die Infobox reingeschrieben, euch in dem Video gezeigt und macht das unbedingt nach. Denn Leute, das ist dieses Rezept, was auf Instagram voll den Hype hat aktuell. Und wie gesagt, ich esse es momentan wirklich fast täglich, weil es einfach so lecker ist, diese Streusel mit dem Quark zusammen. Live. Oh yes, Leute. Das ist einfach so geil. Das ist jetzt mein leckerer Start in den Tag. Ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Aber ein bisschen YouTube gucken und mich dann später wieder bei euch melden. Aber Leute, das müsst ihr nachmachen. Definitiv. Falls ihr das noch nicht gemacht habt. So Leute, ich war gerade eine kleine Runde spazieren, habe dieses gute Wetter nochmal ausgenutzt. Habe mich auch schon mal umgezogen, weil ich nachher mit einer Freundin noch essen gehe. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber ich habe mich trotzdem schon mal schick gemacht. Machen wir jetzt aber auf jeden Fall erstmal Lunch. Und zwar werde ich mir da was ganz Simples machen. Ich weiß nicht, bei dem Wetter kann ich zum Beispiel kein Porridge essen, kein warmes. Ich weiß nicht, wenn es so warm ist, kann ich einfach nichts Warmes essen. Deswegen, genau, mache ich mir jetzt Toasties. Und zwar habe ich mir hier einfach 2 Toasties getoastet und werde die jetzt belegen mit unterschiedlichen Aufstrichen. Und werde mir dazu noch ein bisschen Rohkost machen. Und genau, zeige euch gleich die Aufstriche, die ich genommen habe. Also ich werde auf jeden Fall den hier verwenden. Was ich noch verwenden werde, zeige ich euch gleich. Das ist zwar wirklich super simpel, aber ich weiß nicht, an so warmen Tagen, da habe ich echt keinen Bock mehr, irgendwie so warmes Porridge oder sowas zu machen. Deswegen, genau, ist das hier auf jeden Fall eine gute Alternative. Ich werde das jetzt belegen und euch gleich die Aufstriche zeigen, die ich jetzt im Endeffekt drauf gemacht habe. So, meine Toasties sind belegt. Zum einen habe ich da ja eben diesen Navi-Aufstrich. Das ist der hier in weiße Bohne Senf. Den habe ich jetzt übrigens auch leer gemacht. Der ist richtig, richtig lecker auch gewesen. Dann habe ich hier meine Lieblings-vegetarische Pastete. Und zwar ist das die von DM. Die schmeckt einfach so unglaublich gut. Wirklich, wie gesagt, mit Abstand meine liebste oder mein liebster vegetarischer Aufstrich. Dann habe ich hier einmal die Kombination aus Frischkäse und Röstzwiebeln. Leute, es klingt weird, aber diese Kombination ist so unglaublich göttlich. Ihr müsst es unbedingt mal probieren. Und hier noch einmal relativ basic Frischkäse mit Kräutergewürz sozusagen. Dann habe ich mir hier noch Karotten aufgeschnibbelt. Hier habe ich noch ein paar Cherry-Tomaten. Und das ist jetzt mein schnelles, aber doch sehr, sehr leckeres und sommerliches Lunch, wie ich finde. Mir ist allgemein aufgefallen, dass ich jetzt im Sommer auch wieder voll meine Brötchenliebe wieder entdeckt habe. Ich habe mir wirklich die letzten Tage jeden Tag ein Brötchen beim Bäcker frisch geholt. Heute ist doch Feiertag, deswegen haben jetzt nicht die besten Bäckereien auf. Deswegen, genau, habe ich mir jetzt einfach meine Toasties, die ich hier hatte, aufgebacken, gut belegt und werde mir die jetzt schmecken lassen. Das jetzt mein Lunch ist, lasse ich mir jetzt, wie gesagt, schmecken. Guckt dabei weiter YouTube und werde mich dann nachher schon mal auf den Weg in die Stadt machen. Aber erstmal guten Appetit. One eternity later. So, Friends, ich habe mich jetzt soweit ready gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir einen Dutt gemacht, das ist einfach viel, viel entspannter, wenn es so warm ist. Und es ist gerade ganz geil, weil der Wind gerade so durch mein Fenster kommt. Das ist ganz geil. Ich kann hier nämlich so einen Durchzug haben. Ich habe ja da so ein großes Fenster und da ja auch noch eins und dann zieht das immer so durch. Deswegen wird es in meiner Dachgeschosswohnung tatsächlich gar nicht mal so warm, wie ich befürchtet habe. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich jetzt soweit ready gemacht. Habe gerade noch ein bisschen Uni-Stuff gemacht und ja, werde mich jetzt auf den Weg in die Stadt machen. Werde mir vorher noch einen leckeren Snack vorher holen. Ich muss nämlich noch so ein bisschen was Bürokratisches in der Stadt erledigen. Zur Bank muss ich noch und genau, dann treffen wir uns erst später. Also gegen Abend halt, wenn wir essen gehen. Dann muss ich auch noch einen Test machen, dass ich halt auch essen gehen kann. Ich weiß noch nicht genau, wo ich mir meinen Snack holen werde. Vielleicht gehe ich zu Kuchenliebe. Die haben nämlich neue
neue Sommersorten, also neue Sommerkuchen. Würde ich auch gerne mal probieren. Oder ich hole mir Eis bei dem Wetter. Das ist halt auch geil. Ich überlege auf dem Weg und werde dann spontan entscheiden und euch natürlich dann zeigen, was ich mir geholt habe. Ich zeige euch übrigens auch nochmal mein Outfit. Und zwar habe ich einfach wieder dieses Sommerkleid an, was ich letztes Jahr schon bei H&M im Sale gekauft habe. Ich glaube für 7 Euro. Und ich bin so happy immer noch mit diesem Kleid. Das habe ich jetzt endlich mal wieder rausgeholt und ich liebe es immer noch, Leute. Dann habe ich da einfach so eine braune Tasche zu und so eine etwas höheren Plateauschuhe. Ich liebe das, weil ich halt auch gerade klein bin und die Schuhe machen mich einfach ein bisschen größer. Das ist ganz nice. Richtig, richtig schön sommerlich auf jeden Fall. Ich liebe es. Genau, werde ich jetzt auf dem Weg in die Stadt machen. Jetzt zeige ich dann gleich, was für ein Snacks jetzt im Endeffekt geworden ist. Und nehme euch ein bisschen durch meinen Nachmittag in der Stuttgarter Innenstadt und beim Essen gehen nachher mit. Ich freue mich, Leute, und mache mich jetzt auf den Weg. Ciao! So, Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich habe mich schon soweit ready gemacht, habe gerade noch geduscht und es war wirklich so ein wunderschöner Nachmittag. Erstmal war ich ja bei Kuchenliebe, habt ihr ja gesehen, und habe mir da eine Mohnliebe geholt und oh mein Gott, es war so lecker. Und da saß ich auch wieder am Feuersee und es war wieder richtig, richtig schön. Dann waren wir zum Essen bei Look Luck. Heißt es, glaube ich? Look Luck. Ist auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Also große Empfehlung auf jeden Fall an alle Stuttgarter, die gerne mal bei einem guten Asiaten essen gehen wollen. Es war sehr lecker. Ich hatte Reisbandnudeln, also so eine Bun-Tofu irgendwie so. Und das war, sind halt Reisbandnudeln, dann mit Salat getoppt, dann mit richtig diesem geilen asiatischen Tofu. Ich weiß nicht, warum die den so geil hinbekommen. Es war unglaublich lecker. Dann so einer richtig geilen Soße in Anführungszeichen. Also es hat sich unten so gesammelt wie so eine Brühe. Es war einfach perfekt gewürzt, so lecker und ja, einfach ein perfekter Nachmittag, Leute, ich sag's euch. Jetzt ist mir gerade was richtig Krasses passiert und zwar habe ich gerade ja geduscht und bin dann so an meinem Bein lang und habe so gemerkt, dass da irgend so ein Hubbel ist und habe dann so gedacht, was ist das? Dachte irgendwie, ist so ein Pickel am Bein, auch schon komisch, aber habe dann geguckt und es war so schwarz und ich war so, fuck, was, wenn das eine Zecke ist und habe das versucht, mit so einer Pinzette so rauszuziehen und es war wirklich eine Zecke. Und jetzt, genau, ich habe ein bisschen Paranoia tatsächlich, weil ich als Kind mal eine Zecke hatte und da hat sich so ein roter Kreis drum gebildet. Und dann, ja, habe ich das zuerst so gelassen. Und dann habe ich an den Abend bei meiner Tante geschlafen, bin dann halt zu ihr und meinte so, ja, ich habe da irgendwie was, eine Zecke und irgendwie ist das da rot drum. Und dann hat sie gesagt, das ist ganz gefährlich, da müssen wir mit ins Krankenhaus so, sind dann ins Krankenhaus gefahren. Und die meinten dann, wenn ich die noch länger als irgendwie 4-5 Stunden da gehabt hätte, dann hätte was richtig Schlimmes passieren können, so Gesichtslähmung oder so. Also richtig heftig. Und seitdem bin ich halt, was Zecken betrifft, ein bisschen, ja, vorsichtig und paranoid tatsächlich. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst. Also da ist kein roter Kreis, ist jetzt ein bisschen dick, ist ja klar, dass, weil die sich da ja festgesaugt hat so. Aber ich hoffe einfach, dass das alles gut ist. Ich habe das meiner Tante jetzt mal vorsichtshalber geschickt und hoffe, dass jetzt alles gut ist. Aber bei sowas bin ich immer voll, ja, ich weiß nicht, paranoid, weil ich halt sowas schon mal, weil ich das halt eben schon mal hatte und ich weiß nicht, kennt ihr das? Vielleicht steigere ich mich da jetzt auch gerade noch was rein. Auf jeden Fall, ich übel lang keine Zecke mehr, hatte jetzt eine und richtig random. Übrigens hier auch Babyhaare wieder absolut am Start, aber ich werde jetzt mal gucken, was ich jetzt noch senken kann. Ich werde dann einen Film gucken und mir einen entspannten Abend machen. Das ist auch wirklich der perfekte Abschluss für diesen wunderschönen Self-Care, freier Tag sozusagen. Genau, suche mir jetzt einen Snack aus und zeige euch den natürlich jetzt gleich noch. So, Leute, das wird mein Snack und ich freue mich. Einmal eine Packung von diesem Heimatgut-Popcorn in Zimt. Leute, ich habe mir davon einfach einen 8er Karton geholt, denn Leute, ich liebe Popcorn, ich liebe Zimt. Deswegen ist das hier perfekt für mich. Dazu gibt es dann auch noch meinen Lieblings- oder eine meiner Lieblingsproteinriegel und zwar den One Bar in der Sorte Marple Glazed Donut. Einfach nur göttlich. Die beiden Sachen habe ich übrigens bei Proteinprojekt bestellt. Die haben nämlich so eine unglaublich gute Snack-Auswahl. Ich blende euch hier kurz ein Video ein, was für eine geniale Snack-Auswahl die haben. Also wirklich für Snacker wie mich. Einfach perfekt,
wirklich. Ich habe mir da auch richtig viele Riegel bestellt. Einfach nur hammergeil. Wirklich, die Auswahl ist perfekt. Und richtig, richtig cool. Ich habe einen Link, über den ihr 15% auf euren Einkauf bei Proteinprojekt sparen könnt. Das ist so, so cool. Den Link schreibe ich euch in die Infobox. Ihr müsst einfach auf diesen Link raufklicken, dann auf Code aktivieren gehen. Und dann werden diese 15% automatisch von eurem Einkauf abgezogen, also von eurem Warenkorb. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Wie gesagt, die haben so eine tolle Snack-Auswahl. Also falls ihr Snacks auch genauso liebt wie ich und euch auch mal durch die Snack-Auswahl da durchklicken wollt, dann genau, klickt einfach auf den Link in der Infobox und spart 15% auf euren Einkauf. Genau, dazu gibt es auch noch einen Apfel und einen Tee, einen kalten aber. Und da mache ich mir einen entspannten Abend. Wir werden jetzt einen Film angucken und den Tag enden. Das war wirklich ein super leckerer, toller Tag. Ich bin super, super glücklich. Ich werde mich aber morgen nochmal persönlich von euch verabschieden. Jetzt erstmal Snack anrichten und genießen und chillen und den Film gucken und mir einen entspannten Abend machen. Bis morgen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, da waren ein paar Food-Inspirationen für euch dabei und ihr konntet daraus ein paar Inspirationen schöpfen und ich konnte euch vielleicht auch unterhalten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches euer absolutes Lieblings-Sommerrezept ist. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, gebt dem Video gerne ein Like, falls euch das Video gefallen hat. Und lasst auch ein Abo da, damit ihr weitere Videos von mir nicht verpasst. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Haltet bis dann, wie immer, die Ohren steif und genau. Ciao, Leute.